Herr Stalder, Ernst & Young hat mit den Geschäftsergebnissen die Ziele großmehrheitlich erreicht. Wo werden Sie für die Schweiz die strategischen Schwerpunkte setzen für die nächste Zeit? Die strategischen Schwerpunkte setzen wir in 5 Bereichen. Zum einen wollen wir unsere Kompetenz in den einzelnen Industrien verstärken. Wir reorganisieren die Firma nach Industrien. Zweitens wollen wir schärfen, wofür EY steht und sogenannte Strategic Solution definieren und in diesen Strategic Solution auch unsere Kompetenz erhöhen. Dann unser Bekenntnis zum Middle Market. Ich glaube, es ist wichtig, insbesondere in der Schweiz, die geprägt ist durch viele KMU, dass wir auch unsere Unterstützung für dieses Wirtschaftssegment steigern. Dann im Weiteren mit der Regulation Barnier in Europa kommt es zu einer Rotation der Prüfungsmandate. Das ist ein weiterer Schwerpunkt, um sicherzustellen, dass wir das gut vorbereiten und zusammen mit unseren Kunden auch gut organisieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist dann die verstärkte Zusammenarbeit innerhalb von Ernst & Young über verschiedene Kompetenzen hinweg, weil was wir sehen in der Wirtschaft ist, die Komplexitäten und die Aufgabenstellung, die an Ernst & Young herangetreten werden, werden zunehmend komplexer und wir müssen zunehmend eben in multidisziplinären Team arbeiten und können nicht in unseren einzelnen Steuer-, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungssilo operieren. Bundesrat Schneider-Ammann unterstützt mit seinem persönlichen Engagement das Digitale Manifest für die Schweiz, setzt sich für Start-ups ein. Auf der anderen Seite hat Uri Maurer sich für eine fintech-freundliche Lösung bezüglich Steuern und Banklizenzen stark gemacht. Wo steht die Schweiz bezüglich politischen Rahmenbedingungen für Start-ups im internationalen Wettbewerb? Ich glaube, die Schweiz hat eine gute Ausgangslage. Das hat man beim INSEAD-Report gesehen. Die Schweiz ist Nummer 1 in der Innovation. Ich glaube, was der Schweiz auch hilft, sind traditionelle Werte wie Stabilität, Sicherheit, hohe Lebensqualität. Aber es gibt sicher auch Themen, die man angehen muss. Insbesondere hier im Kanton Zürich hat man sehr viel über die Vermögensteuersituation gesprochen. Infrastrukturthemen muss man sicher schauen, dass man dort im internationalen Wettbewerb mit dabei bleibt. Ich würde sagen, insgesamt in der digitalen Entwicklung hat die Schweiz auf den ersten 100 Meter etwas Terrain verloren, auf Städte wie Berlin, Tel Aviv oder London. Jetzt sind wir aber ganz stark am Aufholen. Ich glaube, das ist auch ein sehr schweizerischer Charakterzug, dass man nicht auf den ersten 5 Metern gewinnt, aber dann dafür einen sehr großen Atem hat. Mit anderen Worten, Sprint verloren, Marathon, glaube ich, werden wir gewinnen. Viele Fintech- und Insurtech-Unternehmen haben zwar den Ursprung in der Schweiz, wachsen aber oft schneller im Ausland und werden auch von ausländischen Investoren unterstützt. Welche Rahmenbedingungen sollten noch verbessert werden, damit Startups auch in Zukunft einen möglichst großen Mehrwert in der Schweiz generieren? Sie sagen das ganz richtig, die Schweiz ist Innovationsleader, aber materialisiert werden diese Innovationen oft im Ausland und ein wichtiger Punkt dort ist die Finanzierung. Ich glaube, die Pre-Seed-Funding-Situation, die ist in der Schweiz gut, so bis 100'000 Schweizer Franken wird man gut finanziert und dann die ganz großen Runden, da ist man auch wieder gut aufgestellt, aber ich glaube, so zwischen 3 und 10 Millionen, da hat die Schweiz ein großes Problem, da muss man aufholen und das ist unter anderem eine Initiative eben auch von Digital Switzerland und auch ein Bestreben von Johann Schneider-Ammann, genau dort hineinzuwirken. Wie wir das lösen, ist momentan noch nicht ganz klar. Eine Richtung geht dahin, dass man das Umfeld so verändert, dass Pensionskassen incentiviert werden, dort zu investieren. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten. Das Gute ist in der Schweiz, das Geld ist vorhanden. Das digitale Manifest ist erwartungsgemäß in der ersten Version noch sehr unverbindlich und steckt zuerst einmal 8 Themenfelder wie Gesellschaft, Ausbildung, Infrastruktur etc. vor allem aus Globalisierungsoptik ab. Wie wichtig ist die Berücksichtigung der auf die Binnenwirtschaft orientierten Schweizer KMUs? Ich glaube, es ist sehr wichtig. Und wenn Sie vielleicht anschauen, was die Zielsetzungen sind von Digital Switzerland, das ist die Zielsetzung nicht nur, dass man vermehrt Startups ansiedelt, dass man vermehrt internationale Talente in die Schweiz holt, die eben ihre Ideen hier materialisieren. Das ist eine sehr wichtige Zielsetzung auf der einen Seite. Aber die andere Zielsetzung ist, dass man eben unsere bestehende Wirtschaft, unsere globalen Players, aber auch die KMUs unterstützt, die Digitalisierung vorwärts zu treiben. Weil nur wenn diese KMUs auch bestehen können in dieser digitalen Transformation, werden wir diese Arbeitsplätze und diese
diese Stabilität in der Schweiz aufrechterhalten können. Der Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff hat sich in einer seiner letzten Kolumnen der wachsenden Zahl der Digitalisierungskritiker angeschlossen. Seiner Meinung nach führt die Digitalisierung vor allem zu einer Umverteilung von Marktanteilen bei einem gesamtwirtschaftlichen Nullsummenspiel und einem Abbau von Arbeitsplätzen. Wie sieht Ihre Einschätzung der Digitalisierung aus? Wissen Sie, wie jede Entwicklung im Leben kann man da positiv sein, man kann kritisch sein. Ich glaube, das spielt gar keine Rolle. Sind wir uns einig, es ist ähnlich wie beim Klimawandel. Es findet statt. Digitalisierung findet statt, damit verschieben sich Schwergewichte, da gibt es neue Realitäten und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Die Schweiz abschotten, um sicherzustellen, dass Digitalisierung keine Arbeitsplätze vernichtet, ich glaube, wäre der Anfang, um besonders viele Arbeitsplätze zu vernichten. Die Frage ist, wie kann man auch in dieser industriellen Revolution, wie in jeder früheren industriellen Revolution, als Schweiz, als Gewinner herauskommen und eben möglichst viele Arbeitsplätze auch wieder neu schaffen in einer neuen Realität. Ich glaube, als man das Fließband eingeführt hat, gab es viele Kritiker, das wird viele Arbeitsplätze vernichten. Und heute sind wir da in der Schweiz und haben eine Arbeitslosigkeit unter 5% trotz Fließband. Und genau das muss die Zielsetzung sein von uns Schweizerinnen und Schweizer, in dieser Revolution Standards zu setzen. Die Zukunft vorauszusagen, sage ich immer, ist sehr schwierig. Sie aber zu shapen, ist viel einfacher. EY und Sie selbst engagieren sich als Gründungspartner stark bei Digital Switzerland. Zahlreiche der Initiativen wie der Kickstart Accelerator oder Digital Education sind erfolgreich gestartet. Wo sehen Sie die Schwerpunkte der Arbeit im kommenden Jahr? Die Schwerpunkte im kommenden Jahr, und das wird Sie vielleicht erstaunen, ist mal, was wir erreicht haben, zu stabilisieren und den nächsten Schritt einzuleiten. Weil im ersten Jahr sind wir von 0, sage ich mal, auf 85 gestiegen. Wir haben den Investor Summit gegründet, wir haben eben diesen Kickstart Accelerator gegründet, der von Anhieb zum größten kontinentaleuropäischen Accelerator sich gemausert hat. Wir haben viele andere Initiativen aus der Wiege gehoben. Und jetzt geht es, das zu stabilisieren, die Maturität zu erhöhen, die Geschäftsstelle von Digital Switzerland jetzt zu verbreiten, um sicherzustellen, dass wir eben nicht nur viel tun, sondern das auch qualitativ tun und das eben auch sehr nachhaltig tun. Mit der Blockchain als Konzept für ein Besitztumsregister oder Hauptbuch stünde für viele traditionell an Kanzleien, Banken oder Versicherungen gebundene Aufgaben eine unabhängige und sehr viel günstigere Alternative zur Verfügung. Weshalb hat es mit dem Durchbruch noch nicht geklappt und welche Entwicklungen erwarten Sie zum Thema Blockchain? Ich glaube, es ist eine sehr wichtige Technologie. Und wie mit jeder anderen Technologie ist die Frage, wo setzt man sie am besten ein? Und ich bin nicht mal ein Kritiker, dass es zu wenig schnell geht. Ich glaube, es ist teilweise besser und nachhaltiger, Technologien zuerst zu analysieren, sie zu verstehen, dann zu definieren, welche Chancen, aber auch Risiken daraus heraus sich erwachsen und dann auch aus Seiten Regulation ein Rahmenwerk zu schaffen, um dann sicherzustellen, dass wir hier in der Schweiz die Technologie so einsetzen, dass sie eben möglichst viel Gutes tut und nicht unnötige Risiken darstellt. Ich glaube, diejenigen, die jetzt kritisieren, dass es zu wenig schnell geht, sind dann wieder die, die kritisieren, wenn daraus irgendeine Fehlentwicklung abläuft, sind eben die Leute, die eben immer kritisieren und auch immer eine Position finden, um zu kritisieren. Ich selber, ich bin eigentlich stolz, was wir damit machen in der Schweiz. Ich glaube auch, dass die FINMA dort eine der ersten Regulatoren ist, die dazu jetzt eine Meinung hat und auch mit einem Framework kommt. Und das sind doch Entwicklungen, die mich sehr positiv stimmen. Ein spezieller Aspekt der Blockchain sind die darauf aufbauenden Kryptowährungen. Vor allem Banken bis hin zu Zentralbanken bringen sich in Position, hier eine zentrale Rolle zu spielen. Das widerspricht aber eigentlich der ursprünglichen Intention, eine von zentralen Machtorganen unabhängige Währung zu schaffen. Verkommen Bitcoin einfach zu einer weiteren Devise oder gibt es alternative Szenarien für die Zukunft? Also den Crystal Ball habe ich auch nicht, wohin es gehen wird. Ich weiß auch nicht, wo wir in 10 Jahren und 20 Jahren stehen werden mit Kryptowährungen, ob die viele traditionelle Währungen abgelöst haben werden oder ob das ein Hype ist, der wieder weggeht. Was ich aber weiß ist, es ist eine große Möglichkeit, dass Kryptowährungen durchbrechen und deshalb ist es wichtig,
dass Firmen wie auch Ernst & Young damit Erfahrungen sammeln. Und das werden Sie heute sehen. Wir haben jetzt ein sogenanntes Digital Wallet kreiert für unsere Mitarbeitenden. Also jeder Mitarbeitende kriegt ein digitales Portemonnaie, wo er Kryptowährungen darin aufbewahren kann und mit diesem Portemonnaie dann eben auch auf dem Marktplatz tätig sein kann in Kryptowährungen. Und da haben wir ein ganzes Konzept zusammengestellt. Wir haben heute auch, haben Sie gesehen, den ersten Bitcoin-Bankomaten in Zürich da aufgestellt, so viel mir bekannt ist, und schaffen da ein ganzes Framework, wo unsere Mitarbeitenden eben nicht nur in trockenen Schulungsräumen über Folien, über Kryptowährungen geschult werden, sondern viel wichtiger, eigene Erfahrungen damit machen können, so dass wir diese Erfahrungen dann unseren Kunden als Berater wieder weitergeben können. Wohin das führt, wissen wir nicht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass Ernst & Young einen Beitrag leistet als Pionier dieser Kryptowährung. Gibt es hier noch eine Zeitschiene, wann das für die Öffentlichkeit verfügbar sein wird? Also unsere Reception Area ist eine Public Area, da auch unser Hausrestaurant steht der Öffentlichkeit zur Verfügung und der Bankomat steht im öffentlichen Raum. Das heißt, jeder, der eine Smart Wallet hat, und das kann man ja als App jeder von uns herunterladen, kann diesen Bankomat ab sofort benutzen. Herr Stalder, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Vielen Dank. Schönen Tag.